Heute sind wir beim Flussdelfin. Baby ist ja der letzte Amazonas-Flussdelfin außerhalb seines natürlichen Lebensraums. Und dadurch, dass ich im Rahmen meiner Doktorarbeit die großen Tümmler sowieso einen Augenunterschall durchführe und wir jetzt auch hier mit dem Medicaid Training gestartet haben, haben wir auf die Idee, auch bei Baby halt eine Augenuntersuchung durchzuführen. Das funktioniert schon eigentlich ganz gut und mit dem Training hat sich dann mein Kollege ein bisschen mehr befasst und ich bin ja dann die quasi zum Teilen dazu kommt. Baby ist ja schon ein sehr, sehr altes Tier und aufgrund dessen machen wir halt mit ihm ein Medical Training. Das Medical Training sieht jetzt in dem Rahmen so aus, dass wir versuchen, an gewisse Bereiche seines Körpers heranzukommen. Jetzt ist natürlich der Kopf erstmal als erster interessant, da wir natürlich da als erstes rankommen. Und im weiteren Verlauf sieht das so aus, dass wir ganz gerne an weitere Bereiche seines Körpers können, zum Beispiel die Flossen, der Bauchbereich, um Ähnliches durchzuführen, wie zum Beispiel das mit den Augen jetzt stattgefunden hat, dass wir den Ultraschall zum Beispiel auch am Körper machen können. Das für den Augen hat sich jetzt angeboten, weil wir im Training gemerkt haben, dass er sich aufgrund des Vertrauens, das wir ihm entgegenbringen und er uns auch dann im Gegenschritt entgegenbringt, viele Bereiche seines Körpers schon berühren können, ohne dass er dabei Angst empfindet. Und da war zum Beispiel, dass man um die Augen herum mit seinen Fingern sich bewegt oder auch vielleicht mal die Hand über die Augen legt, gar keine Scheu von ihm zu erkennen war, hatte ich das angeboten, das Training mit den Augen wie viele andere Trainingseinheiten gleich mit zu etablieren. Und es hat bei ihm auf jeden Fall mit in der ersten Sekunde von Anfang an gut geklappt. Das Medical Training hat natürlich auch den Zweck, dass wenn der Delfin irgendeine Verletzung hat oder irgendeine Abnormalität stattfindet, die wir sonst nicht haben, auch eingreifen können. Man sieht es zum Beispiel jetzt, er hat auf der Stirn so eine kleine Verletzung. Dadurch, dass er natürlich die ganze Zeit unter Wasser ist, verheilt das natürlich schlechter. Das, was man sieht, ist wildes Fleisch. Das ist einfach nur eine Reaktion des Körpers, diese Wunde so ein bisschen zu überwuchern. Und das ist für ihn jetzt keine Beschädigung oder ähnliches oder kein negativer Punkt. Es stört ihn nicht. Aber wenn man halt andere Möglichkeiten haben müsste, man würde zum Beispiel das Salbe behandeln oder ähnliches, ist es halt für uns und für ihn angenehmer, wenn man das über ein Medical Training macht, wo man ihn einfach rankommen lässt, ohne irgendwelche Stressfaktoren in die Salbe oder Tabletten oder ähnliches verabreichen kann und er dann wieder weiter schwimmen kann. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Damit ihr kein Video mehr verpasst, abonniert einfach den Kanal.